Ich grüße dich und herzlich willkommen mit mir auf dem Weg ins Licht, mit mir, mit der Mutter des Lichts und mit diesen wundervollen Wesen und Engeln, die uns auch begleiten. Bevor ich jetzt anfange mit dem Channeling, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken für Spenden, die ich bekommen habe. Und diese Karte mit diesem goldenen Engel, der so leuchtet. Vielen, vielen Dank. Es ist für mich sehr hilfreich und eine große Unterstützung. Und da möchte ich mich auch bedanken für alle, die gestern dabei waren bei der Herzheilung, auch für euer Vertrauen. Es ist für mich auch etwas Neues, das mit der Gruppe zu machen. Und ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht und es ist für mich auch ein ganz großes Geschenk, weil ich sehe, wie kraftvoll das ist und wie es eine Möglichkeit ist, auch, dass jede Person, jeder Mensch für sich sein eigenes Thema lösen kann, daran arbeiten kann und gleichzeitig sind es mehrere, die zusammen mitmachen. Und ja, ich finde das wundervoll. Ich werde es sicher weiterhin machen. Und am Mittwoch mache ich nochmal eine Herzheilung am Morgen um 9 bis 10. Es ist eine Stunde intensiv. Ich leite alles an. Also wir fangen an und es ist wie eine Art Meditation, aber mit verschiedenen Auflösungen, genau, karmische und auch mit der Mutter des Lichts und das Vergeben nehmen wir auch dazu, also wirklich durch alles durch, ganz intensiv. Und du bist herzlich eingeladen, wenn du da auch ein Thema hast, das dich irgendwie hindert, einfach in diese Freude, Leichtigkeit zu kommen. Ob das eine Krankheit ist oder ob das ein Thema ist, das dich einfach immer wieder einnimmt, egal was. Und jetzt möchte ich mich mit der Mutter des Lichts verbinden und du kannst dich auch ganz mit ihrer Energie verbinden. Das weite, weite Feld öffnet sich. Und ich bekomme das Bild, wie sie uns eine ganz schöne Blüte überreicht, die so, ja, wie so funkelt oder so Lichtfäden einfach ganz stark strahlt. Und sie überreicht dir diese Blüte. Und sie sagt, ich grüße dich von Herz zu Herz. Eine wundervolle Begegnung. Ich liebe es, mit dir zu sprechen. Diese Lichtblüte überreiche ich dir
in Liebe zu deiner Ganzwerdung, zu deiner eigenen Verbindung zu deinem Herz. Es ist eine ganz reine Energie, die dich unterstützt in deiner Herzöffnung, in deiner Liebe zu dir selbst zu sein. Ich berühre dich mit meiner Energie. Ein wundervolles, harmonisches Zusammenspiel der Energien zwischen uns. Kann dich noch mehr in dein Gleichgewicht bringen. Du kannst die Energie jetzt einfach in dir aufnehmen und dich durchfluten lassen. Und sie sagt, die Energien fließen. Alle Energiebahnen aus deinem Herz und ich habe jetzt so das Bild, wie das Herz sich mehr öffnet und so auch der physische Körper die Energien wieder ins Fließen kommen, die Meridiane, die Chakren. Die sich auch ganz mit diesem Licht durchfluten. Sie sagt, ganz reines Licht durchflutet dich. Erkenne dich, dein Herz, deine Energie. Und öffne dich ganz. Öffne dich im Vertrauen. Im Vertrauen, dass du selbst diese Reinheit bist. Und sie sagt, eine neue Zeit bricht an. Die Erde, der Mensch,
der Mensch wird sich in sich selbst immer näher sein und die Klarheit wiederfinden. Und die äußeren Umstände, die jetzt in dieser Zeit da sind, kannst du mit deiner Absicht auch mit Liebe oder in Liebe annehmen, das, was sich zeigt. Damit du in deiner Energie bleibst, in deiner Liebe, in deiner Klarheit. Das, was dich stärkt, bist du selbst. Es wird dich niemand von außen her stärken. Nur deine Klarheit, dein Vertrauen, dich selbst wahrzunehmen, dich selbst anzunehmen und so deine eigene Kraft und das Vertrauen stärken. Die Illusion, dass es im Außen richtig sein muss, dass es im Außen so sein soll, oder ich abhängig bin davon, wie es im Außen ist. Diese Illusion erkennst du in dem Moment, in dem du ganz in deinem innersten Frieden verweilst. Und aus dieser Energie heraus aus dieser Wahrnehmung, Bewusstwerdung erkennst du auch das Außen neu. Und die Herzenergie ist die stärkste Kraft, die stärkste, lebendigste Energie, die dich ja so in diese Tiefe, in das tiefe Vertrauen bringt. Führt oder es einfach wieder öffnet. Sie verneigt sich und bedankt sich. Und wenn sich das Herz ganz öffnet und ich in dieses Vertrauen komme, dann bin ich gleichzeitig auch ganz präsent und auch
in dieser Verbindung zur Erde, in dieser Kraft. Wenn sich, also so habe ich es bis jetzt immer wieder wahrgenommen, wenn sich das Herz ganz öffnet, das Herzchakra, und dieses Vertrauen da ist, dann öffnen sich alle Energie, also eigentlich alle Chakren. Es ist dann im Fluss. Es fühlt sich anders an, als wenn zum Beispiel, wenn ich ganz offen bin, mein Kronenchakra, und ich dann wie weggehe, weg vom Körper. Es fühlt sich dann auch ganz schön an, aber dann habe ich den Boden nicht mehr, ich verliere den Boden. Und das Herz, das bringt mich richtig in meine Mitte. Genau. Jetzt wünsche ich dir ein ganz, ganz leichter, freier, freudiger, kraftvoller Tag. Bis bald.